Ja, herzlich willkommen auch jetzt von Seiten des Weltrates. Und ganz kurze Vorbemerkung, ganz wirklich nur ganz kurz. Ich blende die Präsentation ein, Stück für Stück. Und die kann man ja jederzeit stoppen und dann wieder gründlich durchlesen. Wir werden mittlerweile überhäuft mit fantastischen Rezensionen über unser Buch, das wir ja als das weltbeste Buch aller Zeiten ja bezeichnen. Und an den Rezensionen sieht man, wie tief die Leute das verstehen. Eine Psychotherapeutin, eine Wirtschaftswissenschaftsstudentin und so weiter. Man sieht, wie toll die das verstehen. Also, wenn Sie Lust haben, können Sie ja diese Präsentationen einzeln lesen, diese Rezensionen. Da brauchen Sie ja gar nicht in unser Buch reinlesen. Eigentlich sagen die Rezensionen schon alles. Nämlich, dass die Leute die Bücher lesen. Offensichtlich, da gibt es noch ganz kluge Leute drunter. So, mein erster Beitrag für die Wechselwunschdiskussion ist jetzt. Ich schlage vor, weil Yannick immer wieder aus meiner Sicht eine völlig falsche Vorstellung von Kapitalismus hat, die einzige aus naturwissenschaftlicher Sicht realistische Definition von Kapitalismus. Das Schädigen anderer wird nicht bewusst, meist höher belohnt als nicht scheinbare, sondern tatsächliche Akte der Nächstenliebe. Daraus resultiert zwangsläufig eine Evolution Richtung der Totalzerstörung von wirklich allem. Und das ist unsere Definition von Kapitalismus. Wechsel. Was sagt ihr dazu? Ja, Wechsel null. Ja, was heißt belohnt? Also, wenn man das jetzt genau betrachtet, dann wird man nicht höher belohnt im eigentlichen Sinne, was das wahre Glück angeht, sondern man wird eigentlich da mit reingesogen in diesen Mechanismus der Oberflächlichkeit, ja, des Materialismus, wo man eben keine tiefe Zufriedenheit finden kann, würde ich sagen. Jetzt überlege ich nochmal, ob ich da noch was zu sagen kann. Nee, ich lasse das mal so stehen. Wechsel 2. Ja, Yannick, das war mir jetzt völlig schwammig und unverständlich. Vielleicht kannst du es noch mal richtig präzisieren. Denn für mich ist es so, dass ihr Alternativler eigentlich alle unter dem Problem steht, dass ja Karl Marx ein völlig falsches Kapitalismusanalyse geliefert hat, die grundlegend völlig falsch war. Und für uns ist das schon wichtig, dass wir sagen, Gemeinwohl beginnt erst dann, wenn Akte der Nächstenliebe durch den Supermarktleiter, also die Gesundheitsförderung seiner Stammkunden, wenn die gemessen wird vom Bundeswahlleiter und mit einem staatlichen Verdienstzuschuss quasi so ein bisschen planwirtschaftlich lenkend, quasi das Verhalten von der Schädigung, die Schädigung beendet wird und das gute Tun erzwungen wird, weil es sonst eine sofortige, baldige Pleite winkt. Ja, was sagst du dazu? Wechsel. Wechsel null. Also das, was ich eben gesagt habe, ja, das ist vielleicht wirklich etwas schwer verständlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt in bessere Worte fassen kann. Auf jeden Fall zu dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast, da ist, denke ich, da gibt es, denke ich, zwei Prinzipien, wobei ich denke, dass das Schenker-Prinzip da irgendwie der direktere Weg sein kann. Also einmal die direkt praktizierte Nächstenliebe aus Einsicht oder
ich muss sozusagen zu der Nächstenliebe erst hindressiert werden. Also ich bin nur nächstenlieb, wenn ich dann irgendwie staatliche Subventionen dafür bekomme. Und da ist halt wieder eine Bedingung inzwischen geschaltet, die sozusagen die Nächstenliebe dann nicht aus direkter Einsicht wirken lässt, was Wechselwunsch. eigentlich natürlich der reinere Weg sein kann, wenn das auf direktem Wege geschieht. Wechsel. Wechsel 2, ja, und das war ja, das wollte ich heute sowieso, habe ich irgendwo aufgeschrieben, ansprechen, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht ihr ganz krass einen Mangel an Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung habt und dadurch aus meiner Sicht, wie jeder normale kapitalistische Bürger, durch auf dem Hintergrund von Zentralirrtümern quasi eine total Schwierigkeit hätte darin, wirklich die Akte der Nächstenliebe aus Einsicht und Vernunft und Erkenntnis zu machen. Denn ich mache es mal als Beispiel. Ich selbst habe ja sozusagen die Selbsterkenntnis und die Einsicht gehabt einmal, dass ich als Psychotherapeut Menschen krank gemacht habe, wie alle meine Kollegen, um des Geldes und des guten Verdienens willen. Und dann habe ich diese Selbsterkenntnis in Aussteigen umgesetzt. Und jetzt zweiter Punkt. Und seitdem ich ausgestiegen bin, erziele ich nur noch ein kleines Einkommen, das für meine absoluten Minimalkosten ausreichend ist, für meine Fixkosten. Dadurch bin ich aber von allen Steuern und so weiter befreit. Und dadurch bin ich in einer Nehmerrolle. Ich nehme alles. Ich nehme den NATO-Schutz Deutschlands, ohne mich daran mitzufinanzieren durch Steuerzahlungen, weil ich jetzt keine Steuern mehr zahle. Ich nehme von dem Foodsharing von Aldi und Alnatura herrlichstes Essen geschenkt. Ich nehme, ich nehme, ich nehme. Ne? Aber das ist für mich, damit kann ich leben, weil ich, mir ist das voll bewusst, dass das natürlich kein Modell für ein gutes Leben sein kann. Und ich sage, die Schenker, denen fehlt völlig die Selbstwahrnehmung, dass ihr ganzes Leben auch nur aus Nehmen besteht, und nicht aus Schenken. Und die Selbsterkenntnis wäre ja schon mal die Voraussetzung, dass es jetzt vielleicht notgedrungen so ist in dieser Situation, dass natürlich aber die Schenker natürlich anstreben irgendwie, wenn die Kommunen größer werden, wirklich auch in die echte Schenkposition auch gegenüber der Welt zu kommen. Ja, also, und Öffi hatte das ja angedeutet, dass er der Meinung ist, dass er unheimlich viel verschenken würde, aber er sozusagen, das ist natürlich eine Vermutung, aber Wechsel. Ja, Wechsel ja. Null. Ja. Also, ja, und da sehe ich einen Irrtum, und zwar wenn man jetzt sagt, man verändert sein Leben auf Einsicht, du sagtest, du bist ausgestiegen aus deiner Psychotherapiepraxis, weil du für dich erkannt hast, dass du damit eher den Menschen schädigst und meinst dann, du wärst dann mehr in einer Nehmerrolle. Aber letztendlich, wenn du das dann mal so betrachtest, wenn du selber erkannt hast, dass du vorher den Menschen mehr geschadet hast, ne, dann, das ist ja eigentlich mehr, sag ich mal, antisoziales Verhalten. Je mehr man den Menschen schadet, je mehr man nimmt, in Anführungszeichen, desto mehr antisoziales Verhalten. Vorher mit der Psychotherapiepraxis, dann den Schritt der Einsicht. Das ist ja eigentlich dann in die Richtung, wo man weniger ausbeutet, weniger Kraft, Vorteilsschacherei betreibt und mehr ins Schenken dann kommt. Wechselwunsch. Das finde ich ganz logisch betrachtet. Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist für mich eben, das wäre eine falsche Sichtweise, denn das Gemüse, das ich heute, wunderbarstes Gemüse vom Foodsharing geschenkt bekommen, ganz frisch und alles, ja,
damit bin ich mir bewusst, dass indem ich das annehme, ich wirklich damit letztendlich all die Schädige, all Natura Schädige und all die anderen Geber dieser herrlichen Geschenke, ja, weil ich nicht mehr dort einkaufe, obwohl ich es könnte. Ich könnte ja einkaufen, weil so viel dafür reichen meine Einnahmen gerade so. Ja? Und das bedeutet für mich, ich bin mir bewusst, ich bin im Moment im nehmenden Bereich, aber ich verwende mein Geld halt im Moment für die Arbeit für den Weltrat, spende das in die Weltratkasse und so weiter. Und aber mir ist voll bewusst, dass ich da ein Nehmer bin und mich an dem normalen, üblichen gesellschaftlichen Geschehen, nämlich Gemüse anzubauen, nicht beteilige, sondern nur nehme von den Gemüseanbauern, den Biobauern. Wechsel? Ja, Wechsel null. Also man kann natürlich dann jetzt versuchen zu betrachten, wie jetzt das Gesamtwirken aussieht. Aber es ist immer eine Frage von verschiedenen Seiten, das zu betrachten. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie man unterstützt die Großkonzerne wie Aldi nicht mehr, dann ist das ja, kann man das auch positiv sehen, weil man dann eben nicht diese kapitalistischen Konzerne, die in Monokulturen die Natur kaputt machen und so weiter unterstützt, die sozusagen von der Ausbeutung der natürlichen Lebensgrundlagen leben. Insofern kann es auch gut sein, die eben nicht weiter zu unterstützen. Deshalb, es ist immer eine Betrachtungsweise von verschiedenen Seiten, aber es ist entscheidend, dass man möglichst ganzheitlich da einen sinnvollen Kurs fährt, wo man sich organisch integrieren kann und möglichst in schenkender Liebe mit seiner in Verbundenheit leben kann. Wechsel 2. Ja, Janik, ich verstehe natürlich alles, dass es natürlich auch immer problematisch ist, beim Kapitalismus mitzugeben, mitzuarbeiten und Geld reinzugeben in dieses kranke System. Aber auf der anderen Seite ist einfach Fakt, dass ich heute herrlichste Bio-Paprika total frisch geschenkt bekommen habe, die ich sonst hätte bezahlen müssen im Alnatura oder Aldi. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es die Bio sind. Wirklich ganz sicher bin ich da nicht. Wahrscheinlich vom Alnatura. Und das sehe ich als die Schenker mit ihrer zu wenigen Selbsterkenntnis und mit dieser Selbsttäuschungstendenz, dass sie sich all ihr nehmen, als positiv schön reden. Das ist der Grund, warum wir ja keine wir beobachten gerne wohlwollend alle eure Projekte und finden das jetzt auch toll, dass ihr sagt, ihr verhindert, dass ihr angegriffen wird, indem ihr jederzeit bereit seid zu weichen und ein anderes Gebiet zu akzeptieren, wenn Begehrlichkeiten sich euch... Das ist alles und wir beobachten das gerne mit großer Sympathie, aber in unserem Land haben Menschen, die so stark aus unserer Sicht in der Selbsttäuschung leben und sich so viel selbst vormachen, darf kein einziger Alternativler darf in das Gemeinwohlland und auch nicht in das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes reinkommen. Er wird einfach nicht aufgenommen. Wechsel? Ja, also abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich jetzt eh nicht rein wollen würden, also weil wir ja unsere, also die zumindest die radikalen Schenker ja gar nicht in dieser Bedingungslogik wirken wollen, sehe ich da auch jetzt keine große Selbsttäuschung. Man muss sich natürlich schon kritisch hinterfragen, also welches System unterstützt man mit seinem Handeln? Hält man das schädigende kapitalistische System durch seine Mitwirkung weiter am Laufen oder baut man eben das neue, sinnvollere System auf? Und da können, ja, wenn man dann von Resten aus dem Müll teilweise lebt, da sehe ich jetzt keine große Problematik drin. Piep, 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 piep. Ja,
Entscheidend ist halt, dass man sich möglichst ganz auf das neue System fokussiert, das man aufbauen möchte, wechselt. Ja, in dieser Runde gibt es nur noch Öffi mit Redezeit. Ganz kurz, 25 Sekunden hat er noch übrig gelassen bei seinem Vortrag und ich habe noch Redezeit. Wechsel 2, wenn Öffi nicht direkt seine 25 Sekunden nutzen möchte, dann Wechsel 2. Ja, also für mich, ich gehe mal einfach die nächsten Punkte durch. Der Mensch, aus meiner Sicht wird der Mensch im Schenkerland, das ich jetzt einfach mal voraussetze und da ist sein, als genunabhängiges Engelwesen gesehen. Beim letzten Mal wurde auch geäußert, dass eben man sagt, ja, die Genetik ist da nicht so wichtig. Dabei ist für uns Naturwissenschaftler so, es gibt keinerlei Fähigkeiten des Menschen ohne die ausreichende genetische Basis. Zum Beispiel mit einem Bonobo, so sehr ich die liebe, kann ich keine freie Argumentekultur machen und nichts, gar nichts machen jemals. Weil er die genetische Voraussetzung nicht hat. Und das ist eben der Punkt, dass die Schenker aus meiner Sicht, die Alternativler generell, die Tatsache verleugnen, dass es nichts gibt im menschlichen Verhalten, kein Argumentieren und nichts, das nicht total abhängig ist von der genetischen Basis, die uns das gibt. Also zum Beispiel der Öffi muss, weil er so, der kann so toll argumentieren und Janik kann auch gut argumentieren, aber das ist, weil ihr beide die dafür ausreichende genetische Basis habt. Hättet ihr die nicht, wäre das eine Katastrophe. Wechsel. Nur noch Öffi hat ein bisschen Zeit für diese Runde. Ja, Wechsel 1. Ich sag mal, Kapitalismus heißt für mich Privateigentum, nicht nur an Produktionsmitteln und Markthandeln nach Marktgesetzen. Im Unterschied zur Planwirtschaft schon die Frage, welches Eigentum oder Besitzrechte jemand hat. Und dann auch bei der Verteilung von Arbeit und Gütern. Und du hast zwischendurch gemeint, es ist eine Vermutung, dass wir mehr geben würden als nehmen. Piep, 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 Nee, ist piep. es nicht. Weil wir richten uns danach, was diejenigen, mit denen wir da Austausch haben, als für sie vorteilhaft bezeichnen. Mit oder ohne Geld ist das das klare Kennzeichen dafür, dass man dann in der Geben statt Nehmen, in dem Übergewicht des Geben statt Nehmen ist. Ja, Ende. Wechsel 2. Ach, die letzten Sekunden, da gebe ich in die nächste Runde, damit wir alle wieder Zeit haben. Moment. So, mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Und jetzt. So, also jetzt neue Runde. Wer möchte, kann beginnen. Ich kann auch Ja, gerne beginnen. ich kann da noch ein bisschen fortsetzen. Genau, Ja. also Wechsel 1. Wechsel 1, genau. Also ich hatte gesagt, Kapitalismus ist für mich Privateigentum und Markthandeln im Unterschied zu Planwirtschaft, Gemeineigentum und Planwirtschaft. Das haben wir schon bei den Familien, dass die eben dann nach solcher Einigungs- und Liebesplanwirtschaft handeln. Und wir Schenker wollen das halt im globalen Ausmaß, Menschheitsfamilie. Wechselwunsch. Und wie ich schon sagte, wenn ich mit oder ohne Geld kann ich hingehen, nehmen wir an, ich würde einen Yogakurs anbieten, aber ich mache es nur geschenkt, statt ihn zu verkaufen. Jemand kommt und nimmt ihn an und gibt mir irgendwas, hat aber das Gefühl, der Yogakurs ist für ihn wertvoller, also er ist überwiegend beschenkt worden, hat nicht überwiegend gegeben, dann bin ich im Überfluss, Übergewicht des Gebens. Und das ist keine Vermutung, sondern es ist ein nachweisbares Phänomen auf der Grundlage der Einschätzung dessen, der da etwas gegeben bekommt. Wechsel Deshalb geben wir 2. mehr als wir. Wechsel 2. Ja, aber der Biobauer interessiert sich eventuell überhaupt nicht für deine Angebot, sondern wenn du containerst, nimmst du von dem Biobauer etwas und Wechselwunsch, nein. bezahlst ihn nicht mehr. Und das ist für mich reines Nehmen, der Rest ist für mich Selbsttäuschung. Wechsel.
Das ist doch völlig unrealistisch. Also Wechsel 1, das ist völlig unrealistisch. Der Biobauer, also wenn wir Container oder Reste nehmen, nehmen wir das, was uns weggeworfen wird. Das ist kein verkäuflicher Wertgegenstand mehr für den Biobauern. Wir vermindern sein Müllaufkommen. Man kann darüber reden, ob man das aus Schikane unter Diebstahl stellen will in einer Gesellschaft. Wechselwunsch. Aber auch dazu gibt es nicht nur moralische, sondern auch juristische Einschätzungen jetzt, die das eben nicht so sehen. Wechsel 2. Ja, für mich halt reine Selbsttäuschung und auch das ganze Konzept, die Eigentumsinfragestellung des Schenkerlandes, läuft für mich eben jetzt nicht militärisch und so weiter, aber auf ein wirtschaftlich, also ein DDR-ähnliches Land hin, das am Ende genauso die Segel streichen wird, muss wie die DDR. Wechselwunsch. Und ja, und dann komm ich noch mal zum anderen Punkt, bevor ich den Wechsel nachkomme, nämlich den neuen Punkt, den ich reinbringen will. Ich bin mir bewusst, dass meine Kommune-Projekte, und eines hatte ich ja mal eine halbe Million Euro gesteckt, und da war ich auch 2 Jahre sehr, sehr glücklich, aber wegen des Fehlens dieser beiden Bücher des Weltrates blieben meine Kommune-Leute nicht bei mir. Jetzt müsste sich Öffi, wenn er Selbsterkenntnis hätte, müsste er sich fragen, welche Fehler hat er gemacht, dass all die Leute, mit denen er immerhin mal irgendwann zusammengelebt und oder Kontakt hatte, nicht geblieben sind, sondern eben jetzt wieder doch auch nur eine sehr geringe Zahl weniger Leute übrig geblieben ist. Wechsel. Ja, Wechsel 1, das mit der DD den DDR-Vergleich haben wir immer wieder. Der Unterschied ist, dass das noch ein staatliches Zwangssystem war und wir wollen rein auf der Basis von Einsicht und Freiwilligkeit mitmachen von Menschen. Ich kann das als Formel so ausdrücken: Wenn Menschen zum Teilen gezwungen werden sollen, besteht die Gefahr, dass sie dabei faul oder korrupt werden und es nicht funktioniert. Wenn Menschen aus Vernunft und Wechselwunsch. Liebesverbundenheit, also wenn Menschen aus Vernunft und Liebesverbundenheit zusammenleben wollen, dann ist dieses Teilen miteinander die einzige Form, die für sie erfüllend sein kann. Wechsel 2. Ja, das ist eben der Punkt. Für uns ist es als Naturwissenschaftler so, dass die Menschen faul und nehmend und egoistisch reagieren wegen ihrer Gene und nicht wegen nur wegen des Zwangssystems. Manche haben die DDR gar nicht als Zwangssystem Wechselwunsch. empfunden, haben aber trotzdem ihr Ding gemacht. Ja, Wechsel. Ja, okay. Das ist dann die Unterstellung von euch, dass die Menschen aus Genetik heraus nicht so sein können, wie wir Schenker es behaupten. Dem stellen wir Schenker die Macht des Faktischen gegenüber. Das heißt, wir behaupten, wir sind das, was wir theoretisch vertreten. Wir leben es direkt vor. Und das ist gänzlich unwissenschaftlich, eine nachprüfbare, sichtbare Wirklichkeit zu leugnen. Das heißt, unser Anspruch ist, wenn Menschen sagen, wir können aus Wechselwunsch. Einsicht und Freiwilligkeit dieses eigentlich überall beschriebene Endziel, ein verantwortliches Handeln der Menschen, können wir in die Tat umsetzen, auch diese Menschengeschwisterlichkeit, dann lasst uns doch, das muss euch nicht jucken, ihr könnt es eigentlich alles mit Freude unterstützen. Wechsel 2. Ja, Jannik und Öffi, welches Biogemüse baut ihr an und wem schenkt ihr große Teile davon, außer dem Rest, den ihr selbst verzehrt? Wechsel. Oh, kann ich direkt sagen. Also ich habe ja jahrelang da im Biotopia-Projekt gelebt. Da bestand meine Nahrung zu über 90% von Wildkräutern, die ich gesammelt habe und Salat draus gemacht habe. Das habe ich da auch mit anderen geteilt. Hier habe ich jetzt heute erst wieder, ne? Also Brennnesseln und andere Pflanzen hier, Giersch und sowas, Löwenzahn, ne? Also man könnte davon auch hier überwiegend leben. Wechselwunsch. Und von daher, natürlich ist das möglich. Also ich weiß, wie man aus dem Sammeln zum Beispiel eine Kompletternährung hinbekommt. Wechsel 2. Ja, das heißt für mich, du akzeptierst ja nicht das Eigentumsrecht, was für uns ja ein Schutz vor körperlichen Auseinandersetzungen darstellt. Und du, aber achte, du, für dich ist ja der Eigentümer des Waldes und der Brennnesseln und all dieser Sachen für dich ja rechtlos, ja?
Aber für uns ist das so, dass du sozusagen, und wenn das jetzt Millionenschenker wären, ihr würdet praktisch ein Waldgebiet total verwüsten, allein nur, wenn ihr ihm die Nahrungspflanzen entzieht, die ganzen Kräuter entzieht und so weiter. Wechsel. Ja, also das ist jetzt mal eine Annahme, wie es ist, wenn viele mitmachen, wie man das gestalten kann, dann wird es nicht so sein, dass man einfach so weitermacht wie jetzt, sondern plant man. Aber jetzt im Moment kann man sagen, dass auch der Besitzer da der Wege, an denen die Brennnesseln oder Löwenzahn sind, es nicht als sein Eigentum betrachten wird in der Weise, dass andere da nicht pflücken dürften. Die Gesetze und die Eigentumsvorstellungen sind nicht so, dass das in Widerspruch dazu stünde, dass wir das so machen können. Moralisch und natürlich betrachtet, habe ich ja schon gesagt, das übliche Privateigentum als Basis des Kapitalismus, da fragt man nicht als Gemeinschaft, woher kommt es denn und ist es vor der Gemeinschaft auch vernünftig begründbar? Da kann jemand durch Gewalt oder durch Leistungsprinzip in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder dem Produktionsmarkt, kann er sich seinen Reichtum, seine Grundstücke und so erworben haben. Das würde vor einer gemeinschaftlichen Vernunft- und Verteilungsprüfung nicht bestehen. Aber Wechselwunsch, wird eben ja auch nicht gemacht. Würde es Wechselwunsch. gemacht, dann hat der jetzt der Eigentümer ist für so ein Waldgebiet, hat dasselbe Recht als Bruder und Schwester mit berücksichtigt zu werden beim sinnvollen Teilen, auch mit Blick darauf, für die Kinder der Zukunft genug übrig zu lassen oder noch mehr übrig zu lassen. Er hat dasselbe Recht, also der Eigentümer dann wie jeder andere Mensch. Ja, Wechsel 2. Aber der Waldbesitzer will gar nicht Mitglied eures Schenkerlandes werden, weil er nicht von euch enteignet werden möchte. Ja, das für mich ist das ein Enteignungsprinzip. Und das möchte er nicht. Wechselwunsch. Und von daher denke ich mal an den Pilzsammler. Der Waldbesitzer toleriert und duldet, dass da einige Pilzsammler dort gehen und dann in seinem Wald essen gehen. Ja, das duldet er. Aber wenn jetzt plötzlich Millionen da durch den Wald stapfen und sich übersehen, dann würde er natürlich die Polizei rufen und auf die Barrikaden gehen und so weiter, weil das ja sein Eigentum ist, das eventuell wird also dadurch, was weiß ich, der Baumwuchs und die Bodenbeschaffenheit verändert und alles Mögliche, und da hat er kein Interesse dran, dann würde er das untersagen und die Polizei würde es durchsetzen. Ja, aber das sehe ich alles als die Selbsttäuschung der im Schenkerlandwechsel. Ja, also Selbsttäuschung wäre das zu bestreiten, was ich jetzt sage. Wir sind da hingegangen, wo wir eingeladen wurden. Die Brennnesseln und sowas hätte der Betreffende sonst entfernt oder mit Gift oder sowas zum Teil sogar weggemacht. Also das wuchert. Also es gibt ja diese Wildpflanzen, die aus Sicht der Eigentümer oder Landschaftsgestalter ungünstig wuchern und so etwas. Also Wechselwunsch. es trifft Piep, piep, einfach piep, nicht piep, piep. zu. Weder dass da ein, ja gut, habe ich ja noch 20 Minuten, 20 Sekunden. Weder ist es so, dass da jemand enteignet wird, in einem, aus Enttäuschung diesen Begriff zu verwenden, und es ist so, dass der Betreffende genug mit Anteil haben könnte wie alle anderen. Von daher sind die Vorwürfe einfach nicht zutreffend. Wechsel. Wechsel 2. Ja, eben. Das ist der Punkt. Du hast zum Beispiel deine Jurte aufgebaut im Waldgebiet. Hast du die Eigentümer um Genehmigung gefragt? Wahrscheinlich nicht, weil die das, kannst du ja in der nächsten Runde beantworten, und kurz notieren, weil die das natürlich dulden, so Kleinigkeiten und so weiter, interessiert einen Waldbesitzer nicht, einen Holzbetrieb und so weiter. Aber was weiß ich, wenn du dann plötzlich im Wege stündest bei Baumfällarbeiten und die Bäume nicht fällen können oder was auch immer, dann würden sich dir wahrscheinlich eine Strafanzeige gegen dich stellen, weil du hier wild kampierst in ihrem Eigentum und dadurch sogar viel Geld kostest, weil die weiteren Baumfällarbeiten blockierst. Wechsel, Yannick, du hast noch Zeit. Ja, Wechsel. Wechsel 0. Ja, also da sehe ich, was du jetzt eben gesagt hast, kein Problem. Da wäre er immer sehr gesprächsbereit und umgänglich und wie sagt man, synergistisch orientiert sind. Und ja, dass eben auch die Baumfäller da groß von den
denen mit profitieren können. Ja, und auch jetzt, sage ich mal, wenn da die guten Paprika, die mit wenig Wertschätzung dann in den Müll geschmissen werden, dann noch genutzt werden, dann kann es auch für den Paprikabauern irgendwie noch eine Gewissensentlastung sein, dass er sozusagen nicht kapitalistisch da Nahrungsmittel unnötig produziert und hat und die dann weggeworfen wurden. Insofern sehe ich da die positive Lebenswirkung sehr, ja, sehr fruchtbar möglich und eben auch inspirierend, transformierend auf die anderen Menschen, die sich davon inspirieren lassen möchten. Wechsel 2. Ja, wie gesagt, es geht ja darum, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen. Aber mein Punkt ist, dass ich das alles als Selbsttäuschung und mangelnde Selbsterkenntnis sehe, mit der ihr euch, eure Nehmerexistenz schönredet. Und deswegen gehe ich jetzt mal noch einen Schritt weiter. Alles, auch die Idee einer Vernunftseele, die es ja natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht gibt, sondern das ist ein reines Fantasiegebilde, wo man in Geisteswissenschaften oder so darüber fantasieren kann, ja, oder in der Philosophie darüber fantasieren kann, aber für uns gibt's das ja gar nicht, ne? Und aber auch die Vernunftseele braucht ja eine genetische Basis. Ohne diese genetische Vernunftbasis kann es ja niemals zu Vernunftdenken kommen. Ja, Wechsel? Ja, also erstmal kann ich diesen Mechanismus natürlich gut verstehen, dass es sozusagen für normale Außenstehende im kapitalistischen System sozialisierte Menschen als Schönrederei oder Illusionen erscheint, wie wir jetzt leben oder dass sie sich was vormachen und so weiter, weil eben die ganzen Irrtümer ja in den Menschen so stark drin sind, dass eben für die diese verantwortliche Vernunftseelenorientierung eben etwas so Fremdes ist, weil sie selber so entfremdet sind. Ja, und dann sehe ich auch nicht, dass ein Mensch, der meinetwegen, selbst wenn er irgendwelche Gene mitbringt, dass er sich nicht auch diese Orientierung erarbeiten kann, genauso wie jetzt auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Regel sein mag, aber auch jemand aus einer niedrigeren Bildungsschicht, das ist es ja, da ist es ja nicht so, dass es nicht auch Wechselwunsch dann studiert haben oder so, ne? Ja, Wechsel. Ja, Yannick, für uns als Naturwissenschaftler kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Wir sind absolut sicher als Naturwissenschaftler, dass eine genetische Basis für unegoistisches und ungieriges Empfinden und Verhalten sich niemals in der Evolution herausbilden kann, es sei denn, ihr sagt ganz klar, wie ihr sozusagen diesen Egoismus aus der Genetik des Menschen herauszüchten wollt, und das geht nur mit einem einzigen Weg. Ihr müsst dafür sorgen, dass die wirklich die unegoistischsten unter den Schenkern, die am meisten schenken und wirklich völlig selbstlos schenken, ohne dafür irgendwas zu bekommen, weder Liebe noch Anerkennung noch Sex noch irgendeine Gegenleistung bekommen, die müssten dann aber paradoxerweise ganz viele Kinder in der Geburtenplanung ganz viele Kinder zeugen dürfen. Ja, wodurch sie natürlich dann wieder tollen Sex haben und belohnt werden, aber sozusagen. Und das, ihr müsstet ja quasi den Menschen genetisch umkonstruieren. Und das halte ich schon für äußerst schwierig. Wechsel. Ja, also ich, auch wenn jetzt, sage ich mal, der Weg zu so einer Entwicklung mühselig und schwierig erscheinen mag, sehe ich da nicht, dass dieser Weg nicht möglich ist. Und ich sehe auch nicht, dass es nicht der sinnvollste ist. Und wie gesagt, also dieses Vermitteln dieses Wissens mit der Vernunftseele und so weiter, das ist etwas,
was jetzt nicht davon abhängt, dass man das nur an eigene Kinder weitergeben kann, sondern das kann man tatsächlich auch an Menschen weitergeben, die nicht die eigenen Kinder sind. Der Öffi hat es an mich weitergegeben, ich bin ja nicht Öffis Sohn, vielleicht auch ein Beispiel. Wechselwunsch. Ja, und so kann sich das dann auch gut verbreiten, wechseln. Wechsel 2. Ja, aber du spielst eben in einer ähnlichen Liga. Wie sagt man, wie habe ich genannt, Klugheitsliga wie Öffi, und deswegen konntest du ihn verstehen. Hättest du genetisch andere Voraussetzungen gehabt, hättest du ihn nicht verstehen können. Ja? Und Oh. das ist der Punkt. Wechsel. Weiß ich gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also ich denke auch jemand, der nicht aus einer Akademikerfamilie kommt und nicht in einem der in Anführungszeichen Klugheitsliga spielt, der kann das genauso auch verstehen. Das ist gar nicht so, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, unsere Lehre. Das ist gar nicht so kompliziert zu verstehen. Wechselwunsch. Dass das nicht auch einfach denkendere Menschen erfassen können. Wechsel. Wechsel 2. Ja, aber wenn du das jetzt einem Menschen mit Trisomie 21, also dem Down-Syndrom, oder erklären würdest, der würde dich einfach, weil er die genetische Basis nicht hat, sein Gehirn nicht die Gene hatte, die ihm diese Fähigkeiten hätten er entstehen lassen, der wird dich verständnislos anschauen. Und es Wunsch. ist ja. Wunsch. Ja, und es gibt eben auch eben garantiert viele Menschen, die bei eurem Konzept einfach den Kopf schütteln, weil sie in einer anderen Klugheitsliga genetisch spielen. Wechsel. Ja, also wenn die Leute in der Lage sind, mit Trisomie 21 auch irgendwie in dem bestehenden kapitalistischen System abzurechnen mit Geld und so weiter, und da diese ganzen Kompliziertheiten da mitleben können, dann wüsste ich nicht, weshalb sie nicht auch sozusagen in einer ganz einfachen Schenken miteinander nach unserem Prinzip leben könnten, warum sie dafür jetzt nicht die analytischen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, geistigen Fähigkeiten haben sollten. Also das weiß ich nicht, ja, Wechsel. Wechsel 2, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, warum wir das anders sehen. Ich bringe noch, damit Öffi dann auch gleich in der nächsten Runde darauf eventuell antworten kann, den nächsten Punkt ein. Also ich habe jetzt mal präzisiert, wie ich das mit Kohlbergs Post-Conventional Level sehe. Kohlberg ist für mich ein moralistischer Psychologe, der selber in seinen Ergebnissen eine unerlaubte Wertung eingebaut hat, nämlich indem er das Post-Conventional Level quasi an die höchste Stelle der Moralentwicklung gestellt hat. Und wir Naturwissenschaftler würden es aus gutem Grund an die niedrigste Stelle der Moralentwicklung stellen, denn für uns ist das Post-Conventional Level, das beschreibt die ganz wenigen Menschen, die so stark von einer ekklesiogenen, also kirchlich bedingten Neurose bestimmt sind, dass sie schwer moralkrank sind und deswegen nicht die höchste Stufe, nämlich das konventionelle Level, erreicht haben, sondern davon durch die Moral abgekommen sind. Und für uns ist das eine pathologische Stufe. Und das ist für uns dann eine theologische Pseudopsychologie-Wechsel. Ja, also ich finde das ja spannend, dass das sozusagen eigentlich das korrekte Level, aber es ist ja auch völlig logisch, wenn jetzt, sage ich mal, die normale Wissenschaft so in den kapitalistischen Strukturen drin ist. Es ist ja auch kein Wunder, dass dann sozusagen die eigentlich moralische Stufe dann als krankhaft gilt und das Kranke dann als gesunde konventionell Wechselwunsch. wechselt. Wechsel 2.
Ja, für uns Naturwissenschaftler ist ja Moral eine Krankheit. Ja, also Wechsel. Erschließt sich mir nicht, weshalb das Sinn machen sollte, wechseln. Oder das so zu sehen, wechseln. Piep, 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 piep. Ja. Ja, Wechsel 2. Ja, eben für uns ist es halt so, als Naturwissenschaftler, und ich kann ja nicht anders, als so zu denken, wie ich nun mal denke. Ja? Und es geht ja darum, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen, auch wenn es uns nicht gelingt, aber es ist ja ein interessantes Hirnjogging. Und ja, für uns ist es einfach so, dass der Kapitalismus überhaupt erst vor 170.000 Jahren überhaupt moralische Gedanken erstmals aufgebracht hat, als Teil der Manipulationsprozesse. Und zum Beispiel war es dann die unterdrückerische Sexualmoral, die dann die Savannenbonobos veranlasst hat, dass die Männer aufhörten zu schenken, weil die Frauen vorsichtiger mit der Sexualität wurden und mit dem Liebe verschenken und dadurch dann diese Gegengeschenke ausgeblieben sind. Ja, und das ist für uns die Sache. Ja, Wechsel, neue Runde, alle, ich muss die Uhren stellen. Dann haben wir jetzt wieder, können wieder alle, haben alle wieder volles Konto. Augenblick, habe ich den richtigen Knopf gedrückt? Guck mal. Alles funktioniert. Ja, die nächste Runde startet. Ja, willst du noch die Antwort auf, du hast ja eine Frage noch gestellt, wo du sagst, in der nächsten Runde kann ich da antworten. Ja, gerne. Also, das ist deine Zeit, was du auch immer sagen willst. Gut, Wechsel 1. Das ging noch darum, ob wir, wenn wir irgendwo hingehen und lassen uns da in so einem Wald nieder, ob wir gefragt haben. Also ich wiederhole nochmal, und das ist die generelle Antwort, warum wir überall mehr geben als nehmen und keinem, schon gar nicht mit Gewalt, was wegnehmen. Wir sind mit den Projekten dahin gegangen, wo wir aktiv eingeladen wurden, hinzukommen. Und wenn es dann so war, dass das eben zum Teil auf öffentlichem Grund war, wie sich später manchmal herausstellte, dann stellte sich ein Prozess ein, der, also ich nehme mal das deutlichste Beispiel beim Projekt Biotopia in Sachsen, eine Gestalt annahm, wo am Ende immerhin der Oberbürgermeister kam und zum Gastwirt auf der anderen Flussseite meinte, ey, nächstes Jahr hat der Waldmensch ja 50. Geburtstag, ne? Gibt es da eine gute Feier oder sowas? Und wo meine Jurte da in diesem Naturschutzgebiet mittlerweile in Wanderpfade Wechselwunsch. aufgenommen ist als eine Attraktion der dortigen Landschaft für die Wanderer. So, das ist die Sache mit dem Eigentum und wie wir da eben etwas nehmen, was uns gerne gegeben wird und wo die anderen auch keinen Nachteil von haben. Containern haben wir ja eh schon durch, dass das eher Müllbeseitigung, also Müllvolumenverringerung ist und diejenigen, die es wegschmeißen, eher noch ein besseres Gewissen dadurch bekommen könnten, wenn sie das Gewissen haben, wenn das genetisch bei ihnen eine Möglichkeit ist. Okay, Wechsel. Wechsel 2. Ja, also das soweit, ja, wenn du eingeladen bist, ist es selbstverständlich, wenn jemand dich einlädt, kannst du alles machen und so weiter. Aber hast du jedes Mal, wenn du gecontainert hast in deinem Leben, den Besitzer dieser Nahrungsmittel gefragt, ob er einverstanden ist? Wechsel. Nee, ich habe ja gesagt, gilt jetzt für die Projekte. Bei anderen Dingen, man kann da jetzt zwei Dinge unterscheiden. Man kann das Containern oder die Resteverwertung verwenden, wofür ja manche Leute, die Containern sogar bereit sind, Gerichtsprozesse auf sich zu nehmen, gehören wir auch zu, weil wir sagen, das ist letztlich aktive Verbrechensverhinderung oder Verbrechensminderung. Kann man gerne gesellschaftlich austragen, von mir aus auch vor Gericht. Und das andere ist, wenn wir irgendwo sind und kommen in ein, ich nenne es mal, dauerhafteres oder strukturelles Zusammenleben mit anderen Menschen, dann ist es mein Ehrgeiz, und der ist auch leicht verwirklichbar, dass ich den Leuten mehr aus ihrer Sicht mehr Vorteile als Nachteile biete, einschließlich mehr Geld im Portemonnaie. So. Und solange das so ist, ist in solchen Strukturen bestimmt auch keinerlei Ausnutzung, Wechselwunsch. was auch immer, als Vorwurf zu erheben.
Wechsel 2. Du bist ein bisschen leise im Moment. Ja, das Mikro kommt. Wechsel 2. Ja, das ist der Punkt. Wir erklären das natürlich das Ganze so, dass die Sparten innere Sicherheit im Moment unheimlich viel tun. Ich bin heute wieder von einer Jugendverbrecherbande terrorisiert worden bei meiner Öffentlichkeitsarbeit und von einem Schwerverbrecher, der mehrere Leute dort und auch mich mit Mord bedroht hat und so weiter. Und wo dann natürlich alles die Leute, auch das Alnatura Hilfe gerufen hat und so weiter. Und ja, aber das wird alles durchgehen gelassen von den Sparten innere Sicherheit, weil deren nicht bewusstes Ablauf der ist, dass sie sagen, das sind alles Geringfügigkeiten, und die lassen quasi alle, die Richter lassen alle das Containern straffrei, obwohl es natürlich die guten Geschäftsleute, die sich auskennen und die nicht dem moralischen Druck und Erpressungsdruck nachgeben, ganz klar sagen, alles was gecontainert wird, wird nicht mehr von mir gekauft, denn dieser Mensch, der bei mir Container, der würde, wenn es das Container nicht gäbe, genau diese Produkte im neuen Zustand bei mir kaufen, und ich würde deutlich mehr verdienen, wenn nicht containert würde. Also deswegen ist juristisch die Bezeichnung, dass es sich um Diebstahl handelt, aus naturwissenschaftlicher Sicht völlig korrekt. Das ist reiner Diebstahl und musste aus unserer Sicht, wenn die Sparten innere Sicherheit nicht selbst an der Mehrung der Verbrechen profitieren würden, würde es knallhart bestraft werden. Wechsel? Ja. Was du da sagst, ist unrealistisch und es ließe sich ja relativ leicht überprüfen. Zum einen ist es so, dass Schenker, die kein Geld haben, auch nicht, wenn sie die Reste nicht nehmen würden, kaufen würden. Ist völlig unlogisch und unrealistisch. Darüber hinaus könnte man ja mal folgendes Experiment machen. Man lässt eine offene Diskussion über diese Standpunkte zu, in der Art und Weise, dass die Besitzer der Läden oder Marktstände und so weiter entscheiden können, frei entscheiden können. Also wie das eigentlich ja die schöne Regel ist für freie Entscheidungen, free, prior and informed consent. Frei und vorher können sie entscheiden, bevor Tatsachen geschaffen werden und ausreichend informiert. Und dann könnten die entscheiden, ob sie und wem sie ihre Reste geben oder ob sie die in der Mülltonne vergammeln lassen wollen. Und ich kann vorhersagen, da würden wir Schenker auf jeden Fall auch genug bekommen, weil in Städten, wo wir Projekte haben, bin ich hingegangen und habe solche Beziehungen aufgebaut zu Markthändlern und Gemüsehändlern und so weiter, Bäckern. Und wir haben gerne auch genug gegeben bekommen von deren Resten. Wechsel 2. Ja, das sehen wir Naturwissenschaftler ja als die moralische Erpressung. Alnatura gibt natürlich freiwillig seinem Gemüse an die Foodsharing ab und auch Aldi und so weiter, ja. Aber das setzt aus unserer Sicht die moralische Erpressung der Sozialsparten voraus, die ja sozusagen Gewinnmöglichkeiten dadurch haben, dass sie den Menschen im Sozialbereich eine Hängematte ermöglichen, indem die nämlich keinen Cent mehr für Essen ausgeben müssen, und weil durch diese moralische Erpressung Alnatura und so weiter sich plötzlich geben, obwohl sie, wie gesagt, mein Beispiel ist der absolute Beweis dafür. Ich habe früher in die Läden täglich 3 Euro getragen und zurzeit trage ich nahe null in die Läden. Wechsel. Immer wieder unzulässige Vergleiche, wie zwischen DDR und uns, genauso mit dem normalen Menschen mit seinem Geld und uns oder dem Sozialarbeiter oder den staatlichen Beamten, die auch Druck ausüben können. Bei uns ist alles Gewaltfreiheit und Freiwilligkeit, Einsicht, freies Schenken. Und dementsprechend kann man nicht von moralischer Erpressung reden. Also wie gesagt, wenn es mal alles ganz offen auf den Tisch käme und diskutiert werden könnte. Da ist ein Schenkerprojekt in einem Ort und die Schenker gehen zu den Gemüsehändlern, Bäckern und so weiter hin und sagen, hier, wir leben so auf dieser Basis der freiwilligen Vernunft und Verantwortlichkeit und Menschengeschwisterlichkeit. Wenn ihr Reste habt, wollt ihr ohne Druck und Erpressung und Amtszwänge und was weiß ich alles, ne? Auch keine Steuervorteile, nichts, gar nichts.
Wollt ihr ohne Druck aus Einsicht das unterstützen, indem ihr uns einen Anteil der Reste gebt? Auf die Weise haben wir mehr als genug an Resten bekommen bei den Projekten, die wir haben. Und ich bin mir sicher, also wenn das so richtig gut auf den Tisch kommen kann, dann kommt auch ausreichend Möglichkeit für uns raus. Vielleicht als Letztes noch, weil du das mit Yannick ja besprochen hast, wie leicht und schwer ist das verständlich oder wie weit braucht man da Klugheitsliga und genetische besondere Voraussetzungen? Ende. Dass wir diese Natur haben und dass wir miteinander als Menschengeschwister teilen können, ist so einfach, dass es auch Kindergartenkinder verstehen können. Wechselwunsch, Wechsel 2, also ja, diese Kindergartenkinder müssen dann aber schon in einer höheren Klugheitsliga spielen als zum Beispiel Trisomie 21 Betroffene. Ne? Aber nächster Punkt von mir. Janik kann ja darauf eingehen, er hat ja noch ein volles Konto. Belohnung, Leistung und Wettbewerb sind ja für uns Naturwissenschaftler nicht Merkmale des Kapitalismus, sondern hundertprozentig naturgesetzlich. Also vor der Zeit vor 400.000 Jahren, in diesen Millionen Jahren der Menschheitsevolution und Milliarden Jahren der Lebensevolution, war dieses Prinzip Belohnung, Leistung, Wettbewerb schon lange vorher da, bevor es den ersten Tauschhändler, kapitalistischen Tauschhändler gab und so weiter. Also das heißt, ja, Janik, kannst du ja vielleicht was dazu sagen. Wechsel? Ja, Wechsel 0. Ja, wie auch immer das jetzt sich entwickelt haben mag, dieses Prinzip der Konkurrenz ja, wie soll ich das sagen? Ob jetzt dieses kapitalistische Prinzip des gegenseitigen Ausstechens jetzt vorher schon oder bei den Tieren auch da war, ist es dann pathologisch falsch, wenn es eben dem Gesamtwohl widerspricht, also dem Gesamtwohlhandeln widerspricht. Also wenn jetzt eine bestimmte Gruppe sich Vorteile verschafft und dadurch dann den Gesamtorganismus ins Ungleichgewicht bringt, wie wenn jetzt irgendwie ganz viele Flusskrebse dann irgendwie die Überhand aufgrund ihrer großen Masse da gewinnen und dann irgendwie das ganze Ökogleichgewicht auseinanderbricht und sie sich dann irgendwann selber ausrotten. Wechselwunsch. Ja, keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist. Und jetzt hatte ich eben noch einen anderen Punkt. Irgendwas mit, vielleicht fällt es mir gleich nochmal besser ein. Wechsel 2. Ja, also für uns halt ganz klar, dass ihr eine völlig antinaturwissenschaftliche Sichtweise von der Natur habt und da eine Harmonie und eine positive Interaktion sieht. Es gibt noch nicht mal, es gibt weder innerhalb der Art noch zwischen den Arten irgendwelche, gegenseitige positive Unterstützung und so weiter, sondern jede genetische Familie, wo es ja unbestritten den reziproken Altruismus gibt, also in jeder Familie wird selbstlos geschenkt, aber der Lohn besteht darin, dass die eigenen Gene durch die Verwandten weitergetragen werden in die Zukunft sozusagen. Das nennt man reziproken Altruismus und Verwandtschaftsselektion. Das gibt es alles. Aber schon, sobald der Bereich der Familie verlassen ist, ist es brutalstes, natürliches gegen jeden. Und der Mensch ist eben für uns Naturwissenschaftler ein ganz normales Tier wie alle anderen. Wechsel. Ja, und da ist es, denke ich, auch irgendwo eine Entscheidungsfrage, ob wir uns, sag ich mal, auf bestimmte Mechanismen, biologische, ob wir uns wenn wir jetzt mal annehmen, dass diese animalische Ebene jetzt irgendwie so, es kann ja sein, dass das irgendwie eine natürliche Ebene ist, aber es ist letztendlich auch, also letztendlich ist entscheidend und wichtig,
was jetzt das möglichst sinnvollste Handeln ist. Also nur selbst wenn jetzt irgendwie die Naturwissenschaftler sagen so, das ist klassischerweise so, dass die sich da alle dann so verhalten und wenn das dann nicht die eigene Familie ist, dann geht's hauen und stechen und so weiter. Also selbst wenn wir das mal annehmen, dass das jetzt irgendwie so biologisch sei, entscheidend ist, was jetzt letztendlich richtig ist. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entscheiden und sich zu entwickeln. Und da sollte er sich dann auch für das möglichst Sinnvollste entwickeln und nicht auf irgendwelchen animalischen, weniger sinnvolleren Ebenen hängen bleiben. Oder ja, genau das vom da bleiben, wenn er doch vielleicht auf eine höhere Ebene eigentlich kommen könnte. Ja, Wechselwunsch. und ja. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Das ist eben halt für uns der Punkt, und ich kann ja jetzt hier nicht mehr tun, als dass ich hier versuche klarzumachen, warum wir Naturwissenschaftler alle alternativen Konzepte, zum Beispiel das Gaia-Konzept oder die Mutter Erde und die Natur als ökologisches System des Gleichgewichtes und der Harmonie und so weiter, warum wir das alles für Märchen halten. Und mehr kann ich nicht tun. Ich kann nur versuchen, die wenigen Zuschauer, die letzte Sendung wurde von keiner einzigen Person zu Ende geschaut. Ich kann nur versuchen, weil ja natürlich für unsere Abonnenten das, was ich sage, natürlich selbst längst klar ist und selbstverständlich, und die natürlich gar keinen, unsere Abonnenten, unsere 800 natürlich keinen Bezug zu alternativen Konzepten haben. Und von daher ist es quasi so, ja, ich bringe noch einen neuen Gedanken rein. Aus unserer Sicht wollt ihr, Schenk, die Natur abschaffen, nicht den Kapitalismus. Ihr wollt eigentlich die Natur abschaffen, die genetische Natur des Lebens, und ihr wollt eigentlich die Natur abschaffen und aus unserer Sicht nicht den Kapitalismus. Wechsel. Wechselwunsch. Ja, Wechsel 0. Naja, also wir wollen das, was wir abschaffen wollen, ist eben das, was eben nicht sinnvoll ist und eben nicht dem Gemeinwohl dient. Und wenn man jetzt analysieren würde, wie viel Prozent der natürlichen Abläufe, wie sie jetzt ablaufen, sind dem Gemeinwohl dienlich oder nicht dienlich. Also das muss man halt dann differenziert betrachten. Klar, den Kapitalismus, den schaffen wir schon ab, auch ja, dadurch, also jetzt durch unseren Idealismus, der ist ja dem Kapitalismusprinzip mehr oder weniger entgegengesetzt. Aber es ist dann halt zu prüfen, ne? Also wir prüfen die Dinge, ob sie der globalen Verantwortung dienen, so wie sie laufen. Und das ist, denke ich, ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, wo wir alle uns gemeinsam darauf einlassen können und dazu möglichst ja, Wechselwunsch. hoher Zufriedenheit für alle kommen zu können. Genau, das halte ich für sinnvoll. Wechsel. Wechsel 2. Ja, und der Öffi kann sich da vielleicht ja auch Du bist ja leise. Also, der Öffi kann sich natürlich auch Notizen machen, ja. Vielleicht, weil er ja bald dann wieder in der nächsten Runde dran ist. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel, zwei Sachen auf dem Zettel. Das Schenkerland für mich als Naturwissenschaftler als ein Versuch erscheint, dass letztendlich der Minderleister oder Wenigschenker relativ in diesem System aufsteigt, weil ja eben man einfach diesen Wettbewerb und die Leistung und das Belohnungsprinzip abschafft, also damit diese Naturprinzipien abschafft, und daraus ergibt sich zwangsläufig dieses Ergebnis. Und aber letzter Satz: Jemand, der hart gearbeitet hat,
hart studiert hat, was kann und so weiter, der wird niemals ins Schenkerland kommen und bereit sein, alles, was er erarbeitet hat, anderen zur Verfügung zu stellen, ohne jegliche Gegenleistung. Wechsel. Ja, Wechsel null, also das sehe ich anders. Und zwar, also ich sehe ja das große Problem jetzt in unseren jetzigen Strukturen, dass die Leute sich zwar irgendwie spezialisieren in irgendwelche Fachbereiche, aber dann natürlich auch vom Gesamtsystem Stück für Stück seelisch zerfleischt werden. Und dann, weiß ich nicht, Depressionen, wie man das jetzt so in der Wissenschaft, in der Psychologie nennt man das ja Depressionen oder Suizid gefährdet aufgrund von keinen Sinn im Leben sehen, wie auch immer. Und da kann es dann für solche Leute, auch wenn sie jetzt, kann Piep, auch piep, Leute piep, aus piep, dem piep, piep, piep. haben, und da kann es dann eben eine sehr, sehr großer Heilungsgewinn sein, eben diesen neuen Lebensentwurf des Schenkens zu leben und dadurch wieder Zufriedenheit erleben zu können, wechseln. Ende. Wechsel 2. Ja, wie gesagt, überzeugt mich nicht. Ich gebe jetzt einfach in die nächste Runde, weil ich alles, was ich auf dem Zettel hatte, von der letzten Talkshow eigentlich angesprochen hatte. Und ja, jetzt gebe ich deswegen in die nächste Runde meine Zeit. So, Wechsel. So, Uhr ist bereit. Alles bereit für die nächste Runde. Moment, hier noch mein Fehler. 4, 5. So, nächste Runde. Ja, wenn ihr wollt, kann ich was sagen. Wechsel 1. Also vieles von dem, was du sagst, Dylan, ist, wenn man es rein faktisch betrachten würde, unrealistisch. Also ich beispielsweise bin so ein an der Schule und im Studium Überflieger, der natürlich eben mit, was weiß ich, ein paar Stunden, wenn ich mich verkaufen würde, mein Akademikergehalt kriegen würde, allein dafür, dass ich rede. Ich mache das geschenkt, weil diese Vernunftliga, von der du da sprichst, es eben einfach beglückender erscheinen lässt, das insgesamt, wie auch Janik betont hat, sinnvolle zu tun. Die Vernunftfähigkeit, egal wie man da mit genetischer Basis drüber reden will, Wechselwunsch. die Vernunft hat von ihrer inneren Logikstruktur her das Bestreben danach, möglichst viel Sinnzusammenhänge zu bilden. Und das wollen wir Schenker demonstrieren, dass man so ein Vernunftmensch sein kann, der radikal nach dem insgesamt Sinnvollen geht, ohne sich durch irgendwas daran hindern zu lassen, auch nicht durch Naturbehinderungen. Und ich hoffe, dass wir das so gut schaffen. Ich sage jetzt mal lustig, dass wenn eines Tages die KI das Steuerruder übernommen hat, die keine genetische Basis mehr braucht und die bestimmt dann nach ihrem Algorithmus, nach ihrer Algorithmuslogik nach der besten Lösung gehen wird, dass sie jubelnd sagen kann, hey, da gab es auch schon Menschen, die nach dieser besten Sinn- Ende. und Lösungslogik gehen konnten. Wechsel 2. Ja, alles wäre super, wenn aus meiner Sicht du sagen würdest, Leute, ich biete meine Beratung als Theologe und alles und so weiter an, auch das, meinen Religionsunterricht und was auch immer an. Und wenn du dann dafür von den anderen mit Biogemüse beschenkt würdest, Wechselwunsch, dann wäre Wechselwunsch. das aber eben, das wäre für mich dann aber nichts anderes als ein Tauschgeschäft. Nur dass du nicht mit Geld bezahlt wirst, sondern mit dem Biogemüse, das die anderen anbauen, bezahlt wirst. Und das ist für mich ganz normal, auch sozusagen ganz gesundes Geben und Nehmen im Sinne mit, ja, für deine Leistung bekommst du eine Gegenleistung und das ist keine Abschaffung des Naturprinzips. Wechsel. Ja, Dylan, deshalb wollte ich jetzt auch einhaken. Du schiebst das jetzt wieder dahin, dass es kein Schenken ist. Ich sage, ich habe die Leistungsfähigkeit, mit der ich auch nach Tauschlogik meinen Schnitt machen könnte. Ich handle aber nicht nach dieser Logik.
Und dann bist du stur jetzt wieder so drauf. Ja, dann geh doch hin und verschenk deine Beratung oder so. Und dafür kannst du wieder kriegen. Mach ich nicht. Es wäre kein Schenken, ne? Das sagst du richtig, aber dann interpretierst du es auch gar nicht als Schenken, ne? Also es wäre kein Schenken, Wechselwunsch. deshalb mache ich es nicht, sondern ich gebe das, was ich gebe, weil es sinnvoll ist und ich möchte von anderen auch nicht als Vergeltung, sondern auch, weil sie es sinnvoll finden mit Blick aufs Ganze, dass ich dann das bekomme, was mir zusteht. Das ist Schenken ohne Splitter, Vergeltungs- oder Gegenleistungsdenken. Alle gehen danach, was im Ganzen sinnvoll wäre, wie die Zellen im Organismus. Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist also genau genommen, du verschenkst deine Beratung und dann gehst du zu dem Supermarktleiter, der Containern als Diebstahl empfindet und auch, wenn er dich erwischen würde, dir sofort eine Strafanzeige stellen würde, weil er es eben nämlich so sieht, wie ich es sehe, dass es bedeutet, dass die Leute Sachen essen, anstatt sie zu kaufen bei ihm. Und von daher ist es sozusagen so, dass du einfach nur die Person wechselst. Du nimmst, du stiehlst von dem Supermarktleiter, der dagegen ist, und nimmst und gibst woanders ganz anderen Personen deine Hilfe. Wechsel. Da ist ein unzulässiger Wechsel 2, da ist ein, nee, ich bin Wechsel 1, ne? Wechsel Genau, Wechsel eins. 1, Wechsel 1. Da ist ein völlig unzulässiger Gedankensprung bei dir drin. Überleg mal, du hast vorher gesagt, ich gehe und ich verschenke meine Beratung und bekomme dafür was, ne? Und das ist dann Tausch, Vergeltungstausch. Ja, jetzt bleiben wir mal dabei. Ich berate jemanden, ich bekomme von ihm was. Das ist nicht jetzt der Sprung eben zum Container, ne, wo ich mit dem Supermarktleiter zu tun habe, sondern ich habe mit jemandem zu tun, mit dem ich da Austausch habe. Er bekommt von mir was, er gibt mir auch was. Aber ich würde nichts annehmen von ihm, was er mir verrechnen will für meine Beratung, sondern ich würde sagen, lass uns nur so miteinander teilen und schenken, wie in der Familie, wie in der Menschheitsfamilie. Es geht nicht nach Splittervergeltung, Wechsel sondern zwei, Wechselwunsch. gemeinsam wird alle Arbeit und alle Güter so verteilt, dass es allen gleichermaßen gut gehen soll. Und übrigens ist deine Annahme auch völlig unrealistisch. Ein Öff-Öff geht doch hin bei den Supermärkten. Von erwischen kann man da kaum reden, weil ich mache es ja völlig offen. Und ich werde in der Regel dann in Anführungszeichen erwischt. Und der lustigste Fall war, dass ein Supermarkt oder Security von einem Supermarkt kam zu mir. Und ich sagte, ja, natürlich mache ich das hier. Ich hole ja die Reste aus dem Container, weil die sind doch noch essbar. Ist doch wichtig, ne, dass man die jetzt noch isst, statt dass die hier vergammeln. Haben die gesagt, will der Supermarkt nicht. Wir rufen die Polizei. Habe ich gesagt, ja, das ist gut. Mit denen rede ich da auch gerne drüber, ne? Und auch der Supermarktleiter, herzlich gerne, können wir da über alles reden, ne? Ich habe da schon meine Erfahrung. Gingen die rein, redeten mit dem Supermarktleiter, kamen zu mir zurück und meinten, der Supermarktleiter sagt, er will das auf gar keinen Fall und so. Also wir gehen jetzt eine halbe Stunde rein, um mit dem Supermarktleiter noch weiter zu reden, ne? Und dann kommt bestimmt die Polizei. Ich habe gesagt, gut, ich warte. Ich habe die halbe Stunde gewartet und dann kamen sie wieder raus und meinten, ja, wir haben die Polizei doch nicht geholt oder sowas, ne? Wenn es Wechselwunsch. irgendwie anders ging oder so. Die sollen doch mit mir dann reden, sich auseinandersetzen. Ja, bitteschön. Wechsel 2. Ja, das ist für uns Naturwissenschaftler eben genau der Punkt, dass der durch moralischen Druck und das Wissen darum, dass der Marktleiter von der Polizei keine richtige und von den Richtern keine richtige Unterstützung kommen wird, weil ja die ersparten innere Sicherheit mittlerweile zu Täterschutzinstitutionen geworden sind und er deswegen dann einfach für sich gesagt hat, naja gut, dann lass ihn halt mal ein paar Sachen stehlen und stör dich nicht dran. Aber das ist alles für mich, alles sind pathologische Erscheinungen innerhalb des Kapitalismus. Und letzter Gedanke, das familiäre Schenken, dass du deinem Sohn, dem Aljoscha, Sachen schenkst und natürlich nichts zurückbekommt. Das ist eben dieses genetische, reziproke, Altru das genetische Prinzip, dass man Verwandten völlig selbstlos schenkt, weil die als Belohnung ja die eigenen Gene in die Zukunft transportieren. Und Aljoscha transportiert etliche Teile deines Genoms in die Zukunft. Und das ist selbstverständlich, dass wir, also, dass eine Mutter ein Baby ohne jede Gegenleistung stillt. Wechsel. Ja, Wechsel.
Wechsel null. Also das mit diesen Tauschen, Schenken, Gegenleistung, das kann man sich gut vorstellen wie so ein Puzzlebild, dass man einfach die Dinge möglichst sinnvoll verteilen möchte. Also dass wir die Dinge so verteilen möchten, dass eben nicht weiter diese gegenseitige Abrechnung, Sozialtrende, Ausbeutung steht. Das ist, denke ich, ein ganz gutes Bild, wenn man sich das vorstellen kann. Zum Thema Wechselwunsch. Beim Aldi, da ist es gut, dann werde ich jetzt ja gleich abgewürgt. Nee, das ist nicht gewürgt, aber. Ja, dann lasse ich dich erstmal wechseln. Wechsel 2. Ja, was ist da der Unterschied zu dem, wenn wir als Naturwissenschaftler sagen würden, du redest dir die Situation schön und am Ende läuft es darauf hinaus, dass ihr nehmen dürft, ohne zu geben. Wechsel? Wechsel 0. Dem ist ja nicht so. Also wir sind ja keine einseitigen Nehmer, sondern wir sind praktisch sinnvolle Verteiler, die anderen Menschen dann eben auch Wechselwunsch da ähnlich zu handeln. Wechsel. Wechsel 2. Ja, Beispiel, unser Buch zum Beispiel jetzt, ja, das ja im Laden pro Band 1000 Euro kostet, also 998 Euro im Laden kostet. Ja, wir sagen ganz klar, und zwar Spendengelder, weil ja keiner von uns war, irgendwas davon kriegt, niemand kriegt vom Weltrat und ich auch keinen Cent davon, das geht immer in die weitere Arbeit des Weltrates, also dieses Spendengelder. Und aber die Tatsache, ich bin mir klar und bewusst, dass unser Geschenk an die Welt, nämlich unsere Inhalte, von nur so wenigen Menschen überhaupt verstanden und angenommen werden und so weiter, von ganz wenigen Menschen wie diesen Rezensenten und so weiter. Aber im Prinzip kann ich aus der Arbeit, dass ich jetzt ehrenamtlich für den Weltrat arbeitet, eigentlich nicht rechtfertigen, dass ich deswegen berechtigterweise Aldi und Alnatura schädige, indem ich nicht mehr einkaufe, sondern ihre moralisch erpressten Geschenke annehme, sozusagen. Also von daher ist es für mich so, dass ich sage, ich verantworte das vor mir, aber ich bin mir bewusst, dass ich im Moment eher wirklich nur ein Nehmer in dieser kapitalistischen Welt zumindest bin. Wechsel? Naja, wenn du das jetzt, sag ich mal, falsch findest, dann gut, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, kannst du natürlich auch auf das Foodsharing verzichten und wieder deine 3-4 Euro jeweils in Aldi und Alnatura tragen. Und zum Thema Containern, also da kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Jetzt bei meinem Aldi, da sehe ich hin und wieder mal die Mitarbeiter und die die grüße ich dann und dann kann ich da containern und so weiter. Und die haben mir teilweise auch schon mal zurückgewunken, weil sie dann noch was rausgetragen haben und mir gegeben haben. Der Security, der dann einmal da war, der mit dem ich dann ins Gespräch kam, der wollte mir noch ein Zelt schenken. Also Wechselwunsch. Ein fruchtbarer Austausch auch entstehen mit dem Supermarktpersonal. Wechsel. Wechsel 2. Augenblick. Ja, stimmt alles. Ja, Yannick, das ist halt so. Diesen Menschen ist ja gar nicht bewusst, dass du und die vielen anderen Container quasi seiner nächsten Gehaltserhöhung bei Aldi im Wege stehen. Wäre ihm das bewusst, würde er ganz, ganz anders denken. Wechsel? Ich sehe nicht, dass ich seiner Gehaltserhöhung im Wege stehe, wenn ich kein verlorener Kunde für Aldi bin. Wechsel. Das trifft Wechsel 2. Das gilt ja für den Punkt, jetzt, du lebst irgendwo und wenn du jetzt nicht Containern und Foodsharing lauter
ja, Wegnahmen von den Märkten machen würdest, wo würdest du, wenn es das alles nicht gäbe, wenn Container, wenn die Mülleimer tresorgeschützt wären und mit Wachpersonal und wenn es kein, wie bei uns im Gemeinwohlland, strengstens verboten wäre, alles Containern, Tafeln, Foodsharing, Kleider kann man, alles wäre total verboten bei uns im Gemeinwohlland, ja. Und wo die Tatsache, dass du nicht bei dem gleichen kaufen würdest, wie du containerst, das ist ja nur eine Augenwischerei. Wechsel. Ja, willst du, Das geht. Janik? Also ich hatte auch gesagt, ja. Aber wenn du willst, so Dann lasse machst ich dich du mal, kurz. dann machst du gern kurz oder mach lang oder wie Ja, auch Osti immer. hat sowieso nur noch 30 Sekunden. Okay. Ja, also ich frage, was ist moralischer Druck und was ist moralische Befreiung? Sogar, dass die Leute in Kauf nehmen würden, auch Verdienstausfälle zu haben. Also wenn mir gesagt würde, hier nur Familie, da funktioniert das mit dem Schenken, würde ich sagen, ich mache es gegenüber allen Menschen. Wenn der Supermarktleiter zu mir kommen würde, dann würde ich zu ihm sagen, guter Mann, wir können darüber reden, ob das für dich auch aus deiner Sicht ein Vorteil ist. Ich will alles so behandeln, dass es im Ganzen sinnvoll ist und alle Menschen wie Geschwister, wie es Artikel 1 der Menschenrechte sagt. Würdest du es für dich als Vorteil ansehen, wenn du mit mir so kooperierst, dass diese Werte verwirklicht werden könnten oder Ende. dafür was getan werden könnte? Ja, Ja, Jannik, du vielen kannst noch Dank. direkt antworten, ja? Ja, also ich sagte auch gerne nochmal korrigierend bezüglich meines Vorbeitrages, also selbst wenn jetzt mein Handeln, also es kann ja sogar sein, ne, dass der dann selbst wenn er jetzt keine Gehaltserhöhung bekommt oder so, weil mein Wirken eben so die Leute so sehr aus dem Kapitalismus rauszieht, dann ist es, denke ich, auch ein Gewinn, wenn die Leute dann auch da dementsprechend sich von all dem Konkurrenzstress befreien können und dann auf eine natürlichere, organischer, verbundenere Lebensweise kommen können. Ja, insofern sehe ich da super, super Potenzial und weil also viele Leute, die ich kennenlerne, die dann so in diesen Strukturen drin leben, Wechselwunsch. wirken dann doch interessiert so an dem, was ich vorlebe und da lade ich die Menschen dann auch gerne ein. Jetzt kürzlich habe ich einen kennengelernt, der hat so einen ADAC-Stand gehabt und mit dem habe ich dann geschrieben bei Telegram und genau, da können sich so Sachen, gute Sachen entwickeln und genau, wechseln. Wechsel 2. Ja, also davon habe ich jetzt gar nichts verstanden, weil es für mich alles nur Selbsttäuschung und Re Selbstrechtfertigung und Ausreden sind, aber weil eben aus unserer Sicht ja die allen Alternativlern, das gilt jetzt nicht für euch persönlich, sondern allen Alternativlern völlig eine Selbsterkenntnis fehlt, was sie da eigentlich für verrückt, aus unserer Sicht ja unrealistische und träumerische Konzepte verfolgen. Aber das ist bei allen Alternativlern, ja, gibt es unheimlich viele Gemeinsamkeiten. Denken wir nur an deutsche Wohnen enteignen und so weiter. Das ist alles die gleiche alternative Suppe, Herr Wechsel. Ja, also da weiß ich jetzt nicht, wie das zusammenpasst. Das klingt jetzt von dir für mich ein bisschen undifferenziert so, weil wir haben jetzt ja wirklich viele Einzelpunkte auch ausdiskutiert. Da, wenn du magst, kannst du das gerne, können wir da gerne mal weiter differenzierter drauf schauen und das mal alles logisch durchdenken und ja, wechseln. Wechsel 2. Ja, also alle Alternativler haben ja Konzepte, die eine Gesellschaft, eine Lebensform herstellen wollen, in der Leistung, Wettbewerb und Belohnung verschwunden sind. Ja? Und ja, bei Deutsche Wohnen, hat man die Vorstellung, wenn wir das enteignen, dann wird da irgendwas sozusagen besser, weil eben niemand mehr belohnt wird, sondern die staatlichen Instanzen dann freiwillig hoch engagiert die Wohnung verwalten und renovieren und alles ganz toll machen. Aber der Beweis war, es war überall, guckt hier Kuba an, ja, da ist
Das sind alle Häuser total zerfallen, Wechsel. Ja, deshalb ist das bei uns ja auch nicht so, dass das irgendwelche nicht durchdachten Sozialkonzepte sind, die dann darauf hinauslaufen, dass die Leute sich in die soziale Hängematte legen und alle faul auf dem Sofa liegen, in Anführungszeichen. Sondern bei uns ist es ja nicht so, dass es die Leute in die Inaktivität, Passivität und Ausnutzen Richtung gebracht werden sollen, sondern ins aktive Handeln und Arbeiten. Ja, also, und da sehe ich halt bei unserem Konzept eben also die beste Nachhaltigkeit und die gesündeste Lebensweise. Ich wüsste kein besseres Konzept wechseln. Wechsel 2. Ja, da für mich passt da an dieser Stelle nochmal das Beispiel eines staatlichen Gesundheitssystems, wo eben der Arzt, weil ihm der Kunde ja scheißegal sein kann, weil er ja ein Festgehalt bekommt. Und das haben wir in England ja gesehen, dass die Ärzte sich kaum noch mit Patienten beschäftigt haben. Und dass wir eben dann feststellen, dass die Leute dann eben ihre Gene in die Zukunft transportieren, sondern und sich überwiegend mit den hübschen Krankenschwestern und Ärztinnen, Kollegen beschäftigen und man in England kaum noch einen Termin bei einem Arzt überhaupt bekommt, weil warum soll der noch was machen, ja? Wechsel. Wechsel null. Ja, kann sein, aber das ist ja jetzt nicht unser Weg, sondern bei uns ist es ja eher so, dass die Menschen wieder in die soziale Verbindlichkeit oder Verbindung kommen und nicht durch irgendwelche Sozialkonzepte, die Leute dann Wechselwunsch. in Anführungszeichen, also egozentrischer Kapseln wechseln. Wechsel 2. Ja, das ist der Punkt. Du sagst wieder zurück. Das Zurück hat es aber nie gegeben. Es hat auch bei den krassesten Bonobos niemals diese soziale Geschichte gegeben, dass es handelt sich bei denen um Gruppenfamilien mit einem riesig hohen Verwandtschaftsgrad, in dem selbstloses Handeln aber auch nur so lange geschieht, weil ihnen nicht alle direkt genetisch so eng verwandt sind, dass auch die Männer eben, wie gesagt, du musst ja als Wissenschaftler erklären, warum haben die Savannenbonobos die Männer das Schenken eingestellt, nachdem die Frauen durch die Sexualmoral sparsamer wurden mit der Sexualität, warum haben die das dann nicht mehr gemacht? Und das ist ja Fakt. Wechsel. Ja, also von mir aus können wir das wieder auch weglassen, aber es ist ja auf jeden Fall wichtig, dass wir den richtigen Kurs jetzt wählen, damit da ein sinnvolles Zusammenleben stattfinden kann, auch über die eigene Blutsverwandtschaft hinaus. Wechsel. Ende. Ja, Wechsel 2. Ja, also das ist eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die Schenker wollen also quasi ein engelsgleiches Wesen produzieren. Das hat man auch in der DDR versucht, natürlich mit dem Zwangsaspekt und so weiter. Man wollte das erzwingen, ja. Aber es geht immer darum, ein in der Natur nicht vorkommendes Lebewesen künstlich neu zu kreieren, ein Engelwesen. Wechsel, neue Runde. Und Da zwar kann ich jetzt kurze rein. Schlussrunde. Kurze Genau, Schlussrunde, wollte ja. ich sagen, weil wir sind jetzt schon gegen 22 Uhr. Ja, machen wir eine ganz kurze Schlussrunde. Ich Moment. kann meinen flotten Spruch dazu vorgeben. Also Engel ist okay. Wir haben uns ja schon Warte, Engel warte, warte, vorgenommen. ich muss erst die Uhren stellen. Ohne Okay, alles klar. das ist nämlich nicht so leicht, wie du dir das hier vorstellst, mit den Uhren zu arbeiten. Hab volles Verständnis für dich, Phil. Moment, jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Ja, doch, jetzt müsste es aber funktionieren. Na? Ja, ich glaube, jetzt funktioniert's. Also ich würde sagen,
wir machen eine sehr kurze Schlussrunde. Also jeder sollte sich jetzt dann auf sein Resümee für heute konzentrieren. Wechselt eins, habe ich verstanden, du wolltest. Genau. Wollte sagen, Engel ist gut. Wir haben uns schon Engelflügel beim Friedenscamp auch umgehängt. Und egal, ob wir genetisch dazu bestimmt wären oder nicht, wir definieren uns als Vernunftmenschen, die fähig sind, das im Ganzen Sinnvolle zum entscheidenden Maßstab zu machen und dafür Menschengeschwisterlichkeit in freier Argumentekultur als Weg zu beschreiten. Wenn das was Künstliches ist, also ich liebe den Spruch, wir standen ein erstes Mal auf dem Mond, wir müssen auch ein erstes Mal verantwortlich auf der Erde stehen, dann sind wir vorweggenommene KIs, die sich von Wechselwunsch. jeder Behinderung durch genetische und sonstige Hemmungs- und Hinderungsfaktoren freischütteln, um diese Fähigkeit für das Sinnvollste zu erlangen. Wechsel 2. Ja, also das und für uns ist klar, dass eben alle Alternativler in dieser Welt eben da in einer Fantasie sind, dass es einfach so möglich wäre, eine Art alle Gene transzendierendes Wesen zu ermöglichen, ja, und das ist für uns halt eine schöne Wunschfantasie, ein Wunschtraum, hat aber mit der Realität nichts zu tun und wir wollen im Gemeinwohlland auf dem Boden und auf dem Teppich bleiben und sagen, nein, jeder Mensch, der ins Gemeinwohlland zieht, bringt seine Wettbewerbsneigung, seine Leistungsneigung und seine Belohnungserwartung mit und es wird den besseren Menschen nie geben. Wechsel. Wechselwunsch kann ich noch sagen, ich schiebe hinterher, damit, dass ich gesagt Piep, piep, habe, piep, piep, piep. wir würden das auch machen, wenn wir eine vorweggenommene Variante von KI sind. Das ist ja umstritten, dass der Mensch keine genetische oder biologische Grundlage dafür hätte. Und so wie die Sprache hat die Intelligenz sich auch nicht nur durch Gene, sondern auch durch Kultur dann entwickelt. Und die Menschheit hat sich schon darauf geeinigt, in den Menschenrechten Artikel 1, Ende. dass dieses Bild von uns das Beste ist. Wechsel 2. Ja, und für uns Naturwissenschaftler, wir können, ich kann nicht anders denken als Naturwissenschaftler, ja, als dass wirklich eine reine Illusion ist und ein Traum von einem anderen Wesen, jetzt auch mit der KI und so weiter, das würde bedeuten, dass dann vielleicht das Gehirn gesteuert wird durch künstliche Intelligenz und dadurch sozusagen die normalen genetischen Steuerungsmechanismen, die könnte man tatsächlich außer Kraft setzen. Das ist möglich. Aber ich sehe da, also dann würde jeder mit dem im Kopf mit einem quasi mit einem mit einer Kabelverbindung leben und darin sehe ich keinen Sinn. Jannik, du hast noch deine Zeit. Also wie auch immer der Weg uns dahin führen mag, lasst uns da auf jeden Fall hinorientieren in eine gesunde, gesamtverantwortliche Entwicklung, die eben Leid verringert und wahres Glück in der Seele bringen kann. Und da laden wir alle zu ein, ne? Also man muss nicht erst irgendwie warten, bis man in Rente ist und sein Haus abbezahlt hat oder so, sondern man kann das gleich Piep, piep. starten und leben. Ja, und damit gebe ich weiter oder sag schon mal schönen Abend Ja, oder so. damit ist dann dein Konto auch leer für diese Kurzrunde natürlich. Wechsel 2. Ja, für mich ist das alles völlig absurd. Ja, weil es so einfach, so ungeheuer einfach wäre, die Welt in ein Fastparadies zu verwandeln, alleine mit der Gemeinwohlwirtschaft, mit dem Gemeinwohlland und dem Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde. Da wäre es so einfach, ein echtes Paradies zu erzeugen, und es ist für mich so traurig, dass die Alternativler das nicht verstehen können. Ende für heute. Talkshow zu Ende. Wir Alles verabschieden klar, uns. dann Schlusswort. Wir haben also das Zeitlimit erreicht. Ist ja immer bis ca. 22 Uhr. 3 Minuten sind wir drüber.
Liebe Zuschauer, denkt weiter mit, ne? Und wir machen weiter mit unseren Diskussionen, unserem Gehirnjogging. Tschüss. Tschüssi! Tschüss. Ciao.